Naja, ich befürchte, das war nicht der letzte Hexenpriester. Ich nehme an, dass man da hinten jetzt bestimmt schön rüber kann, um noch mehr davon zu treffen. Das ist bestimmt eine ganze Dating-Agentur von dabei. Hallo, Skelettkrieger. Ah. Das meinte ich doch jetzt nicht ernst. Hallo. Warum brauchst du weichen? Ich polier dir die Knochen. Ja. Deinem Kumpan eben auch die Knochen poliert. Ja. Poliert vor allen Dingen auch. Ich habe keine Angst. Ich hatte auch bei ihm keine Angst. Nicht mal annähernd. Hab nicht nach Mami geweint. Speichern. Sonst nix. Das ist ja fast enttäuschend. Was haben wir hier hinten noch? Was haben wir da oben gleich noch, wo er war? Hinten ist noch eine Beere, weil die hier unten auch super wächst, so ohne Licht. Und was haben wir hier oben? Auch noch was Nettes. Nein, du sollst da nicht runter, du sollst da rüber, du Akrobatik-Genie. Genie. Hier oben irgendwas? Wo man lang könnte? Nö. Dann hier bestimmt... Hier ist jetzt aber was drin. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass hier jetzt kein Skelett drin liegt. Yay! Cool. Und episches Loot! Hey! Aha. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hänge den Abenteurerjob an den Nagel. Das war ja ein Satz mit X. Mit ganz vielen Xen. Mann, ich bin begeistert. Scheiß Stachelschwein-Ding. Und was war das? Ein Knüppel oder ein Knochen? Ich glaube, ein Knochen, ne? Oben haben wir auch noch zwei. In welchem ist das Skelett drin? In dem hier nicht. Also ist auch ein Skelett drin, aber wahrscheinlich kein auferstandenes. Pokal, Lichtzauber, Pfeil. Ganz schön wenig Pfeile nur noch, ne? Vielleicht sollten wir ein paar Pfeile kaufen. 123. Skelettkrieger? Kein Skelettkrieger, ich fasse es nicht. Und wir haben ein Pokal und einen Ring. Aber alles verkauft, was wir hier gefunden haben, ne? Dann sind wir noch steinreicher, als wir es ohnehin schon sind. Ein Pfeil für mich. Von mir für mich. Ich schieße die absichtlich daneben, damit ich zwischendurch einfach mal so einen Bonus habe und mich freuen kann. Seht ihr? Schon wieder. Das ist traumhaft. Das solltet ihr auch mal machen. Einfach mal so einen Pfeil in die Gegend schießen. Zwischendurch denken, geil. Ein Pfeil. Oder ein geiler Pfeil. Ja. Levitation, würde ich sagen. Gespeichert habe ich. Levitation war das hier. Reicht auch gerade so rüber, ne? Speichere jetzt mal noch nicht. Wer weiß, was hier noch so rumgammelt. Hallöchen? Skelettkrieger? Nein. Hallöchen, episches Loot. Ha, ha. Naja. Die Levitation zurück. Yay. Ich hoffe, hier war jetzt noch irgendwas anderes. Das war ja... Sonst dürftig. Berserker-Dings. Das war wieder so ein Teil, was wir nicht benutzen können. Naja, okay. Ich meine, wir haben ja immerhin die Scheibe haben wir ja schon, ne? Kommt er hier hoch? Ziert er sich, ne? Geh doch mal hoch da. Geh hoch. Aha, aha. Sehr interessant. Ich kann alles lesen. Also nicht so ergiebig. Aber trotzdem danke. Wenn ich ehrlich bin, hier würden mich ja keine 10 Nilpferde reinkriegen, ne? Es ist so marode hier unten. Eine Levitation. Einmal hinüber levitieren. Oder besser nicht in die Lava fallen. Ist eigentlich irgendwas Tolles? Nö. Dann levitiere ich jetzt zurück.
Was Schickes zu holen irgendwo. Komme ich eh nicht hoch mit der Levitation, weil wenn ich nämlich drücke, dann hat er ganz schnell Schwächeanfälle. Speichern. Ich denke jedes Mal, dass ein Schrank drin, in den ich reingucken kann. Aber nein. Wobei man ja sagen muss, häusertechnisch haben sich unsere Leute nicht sehr viel verändert zu dem, was hier unten so rumhängt. Das sind die gleichen Modelle. Marke Fertigbau. So. Jetzt bewegt deinen schnuckeligen Hintern hier hoch. Und muss ich mal überlegen, wo ich als nächstes hin kann. Wir haben jetzt immerhin schon, was war das? 11 von 14 Teleportsteinen? Oder sogar schon mehr? Ich glaube, es waren 11. Oder 10. Ich weiß es nicht. Es waren 2, 4, 6, 8, 10. Cool. 10 Stück. So. Das heißt, es fehlen noch 4. Ich kann Mathe. Ich beweise es immer wieder gerne. So, raus kamen wir hier lang. Bing. Soll ich mal wieder ziehen? Krieg noch ein paar Akupunktur. Sitzung. Hat dann auch einen durchschlagenden Effekt. Danach brauche ich nie wieder zum Arzt. Die haben sich alle verpisst hier unten. Wollte der hier oben nicht stehen bleiben? Die haben bestimmt Besuch gekriegt. Und heulen jetzt alle rum. Oder sie sind alle tot. Ich würde lachen, wenn sie tot wären. Das gehört sich zwar nicht. Oh, Mana-Pilz. Hab ich den etwa übersehen? Ist ja peinlich. Nein, hier ist noch wer. Oh Gott, jetzt wäre ich da fast schon wieder reingelatscht. Und erschrocken habe ich mich auch. Hast du schon mal einen Echsenmenschen gesehen? Einen was? Sag jetzt bloß nicht, du hast da unten einen gesehen. Ja. Allerdings, er trug die Robe eines Priesters. Ein Echsenpriester, sagst du? Nun, ich habe schon einmal von einem solchen Volk gehört. Habe es aber immer für ein Märchen gehalten. Also für ein Märchen war der Kerl da unten allerdings sehr lebendig. Ich bin nur ein Kämpfer und kenne mich nicht so gut aus in solchen Dingen. Die wahren Experten für sowas sind sicherlich die Weißen oben in der Vulkanfestung. Dann muss ich wohl mal mit den Weißen reden. Du kannst deine Sachen packen. Ich habe bekommen, weswegen ich hier bin. Das sind die ersten richtig guten Nachrichten, seit wir hier sind. Ich mache mich sofort ans Werk. Jemand sollte Fincher von dem Mist hier Bericht erstatten. Wie wär's mit dir? Ich bin doch nicht lebensmüde, Mann. Ja, dann mach ich das halt. Der schickt mich doch gleich wieder in die Ruinen zum Steinekloppen. Ja, ja, lass mal gut sein. Ich hab schon verstanden. Ich komm eh viel schneller hin als du. Im Osttempel. Ist auch nur Dezentnacht. Möchtet ihr noch mit mir reden? Ich nehme an, du bist mit deinen Ausgrabungen nicht sehr weit gekommen. Nicht wirklich. Außer der alten Büste konnte ich in der kurzen Zeit nichts weiteres finden. Na gut. Interessanter Bildwechsel. Hör mal, du Pfeife. Du solltest doch den Rückzug sichern. Da kamen so komische Geräusche aus dem Stollen. Komische Geräusche, ja? Das war ich, als ich mich mit den Untoten da unten geprügelt habe. Okay, okay. Tut mir leid, aber jetzt bist du ja hier. Ja, ganz große Klasse. Ist lustig. Was für Mem, ey. So ein dickes Tattoo im Gesicht, aber rumheulen wie keine Ahnung was. Was hast du aus dem Tempel geborgen? Nicht viel. Diese paar Goldmünzen hier. Her damit. Aber... Quatsch nicht, her damit. Na gut, wie du willst. Hier. Wie arschig wir sind. 233 Gold. Oder wie memmig die anderen sind. Ich weiß es nicht genau. Wie liefen deine Ausgrabungen? Ich schätze, ich bin der Einzige, der überhaupt was einigermaßen Brauchbares gefunden hat. Es wird mir zwar keinen großen Ruhm einbringen, aber immerhin. Hier, für deine Hilfe sollst du einen Teil von der Beute kriegen. Hey, oh, 194 Gold und eine Perlenkette. Ich habe da unten einen ziemlich mies gelaunten Echsenmenschen gesehen. Könnte es sein, dass Echsenmenschen diesen Tempel gebaut haben? Wäre möglich. Ich habe da unten sehr viele Götzen und Totems mit Echsengesichtern gesehen. Aber wenn du recht hast,
dann wäre das schon sehr beunruhigend. Schau dir doch bloß mal an, welche beeindruckenden Bauten und Mechanismen sie da unten gebaut haben. Stell dir mal eine Armee von solchen hochintelligenten und gepanzerten Echsenkriegern vor. Wer sollte so eine Streitmacht aufhalten? Gute Frage. Also ich habe bestimmt schon 10 davon getroffen und auf Kaffee eingeladen, aber die wollten alle nicht. Und? Was hast du noch in dem Tempel gefunden? Nichts, außer der Erkenntnis, dass eine Gittertür ein guter Schutz gegen die Ausgeburten der Hölle sein kann. Ich verdanke dir mein Leben. Ohne deinen Mut wäre ich da unten verhungert. Das nächste Mal werde ich mir sehr gut überlegen, ob ich wieder so tief in eine dieser Tempelruinen krieche. Man hat da was gelernt dabei, ne? Und wir machen jetzt 7282 Gold. Oh, es ist ja... Oh. Ne? Wir können ja mal auf unsere Quest schauen. 14 Teleportsteine, 10 haben wir. Kristallscheiben. Wie viele Kristallscheiben haben wir denn eigentlich? Wo sind die denn? Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Vielleicht sind sie hier. Wahrscheinlich eher was Sonstiges. Da. 3. Wie viel sollten wir haben? 5. 2 fehlen noch. Gut. Über den Tempel. Über welchen Tempel denn? Weil das Tor sich hinter dem Tor verbirgt, dessen Eingang so gut versiegelt wurde. Welcher Tempel ist das denn? Ich weiß nicht genau, welcher Tempel das ist. Ach genau. Wir haben alle, ne? Zu Patty zurück wollten wir noch. Fincher. Fincher war... Questkarte. Da oben. Wie komme ich denn da oben hin? Muss ich mich dann ins Banditenlager und dann da hochrennen? Da oben war noch ein Oger, ne? Ich glaube, dann gehe ich eben mal ins Banditenlager. Kann ja nicht schaden. Banditenlager war... Ist nicht. Ruine, Vulkanfestung, Südost, Nordost, Tempelküste, Banditenlager. Auf Wiedersehen, ihr 3, 4 Luschen, 5. Ich hätte jetzt irgendwas vergessen hier oben. Egal. Mit einem Illusionszauber kannst du jemanden ablenken. Also Illusionszauberspruch. Entschuldigung. Ist nur der Spruch lenkt ab. Ich kann ja jetzt hier mal pennen, ne? Ist ja meine Hütte jetzt. Kommt gleich Broger und versohlt mir den Arsch. Liege ich nicht mehr alleine im Bett. Geht ab. Gut, möchte hier einer irgendwas mit mir bereden? Kampf will ich nicht. Ich will eigentlich Alchemie. Aber bei wem kann ich Alchemie Stufe 3 lernen? Wie viel haben wir noch zum Aufleveln? Noch ein wenig. Das heißt, theoretisch könnte ich auch ruhig was lernen. Weil? Bis wir... Jetzt lernst du mich kennen, dreckiger Dieb. Nö. Ich lade lieber. Alter, du hast gepennt, du Arschloch. Jetzt braucht bitte nicht so lange zum Laden. Das wäre mir sehr peinlich. Seht ihr, jetzt wisst ihr, warum ich immer so pingelig beim... Ich nenne es mal Clown. Ach, jetzt kommen sie auf einmal gleich rausgeschossen, ne? Arschlöcher. Ich hätte das machen sollen, bevor ich schlafen gegangen bin. Dafür lerne ich dann jetzt auch nicht. Oder? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Axt. Wer will denn schon mit der Axt kämpfen? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbus. Das ist was, das wollte ich immer lernen, ne? Ob ich das eben mal lerne? Komm. Ich will meinen Umgang mit der Armbrust verbessern. Sich bewegende Ziele zu treffen, ist ziemlich schwer. Normalerweise haben sie ihren Standort schon verlassen, wenn der Bolzen trifft. Ziele dorthin, wo sich das Ziel zum Zeitpunkt des Treffers befinden wird. Das erfordert eine Menge Übung. Ja, Armbrust 3. Gut, wenn ich aufgelevelt habe, dann kann ich Armbrust 3 lernen, dann kann ich meine Armbrust wieder benutzen. Ich werde verrückt. Ich gehe ihm nochmal zu Oscar was verkaufen.
Ne, Oskar?